Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es ein Erklärvideo von mir. Und zwar, wie könnt ihr eine Gürtellänge anhand eines vorhandenen Gürtels exakt ermitteln. Weil ihr könnt ja bei uns auch online bestellen. Und dort könnt ihr zwar vorgegeben die Gürtellängen schon auswählen, wie 85, 90, 95 cm. Aber vielleicht braucht ihr auch das individuell, weil ihr bei diesen Standardlängen eigentlich nie so richtig eure exakte Enge habt. Wenn ihr zu uns in den Laden kommt, wir vermessen euch, wir können das sehr exakt ermitteln. Wenn ihr jetzt aber die Möglichkeit nicht habt, zu uns zu kommen, dann gibt es diese Anleitung. Und ich zeige euch jetzt, wie man wirklich mit einem normalen, handelsüblichen Gliedermaßstab, das habe ich jetzt gelernt, oder Zollstock, wie ihr das ermitteln könnt, an welchen Punkten gemessen werden sollte, worauf zu achten ist. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, zuerst betrachten wir den Gürtel im geschlossenen Zustand. Ich habe jetzt hier das mittlere Loch gewählt, aber ihr könnt dann auch schauen, welches Loch habt ihr jetzt momentan in Benutzung. Das könnt ihr natürlich dann auch dort nehmen, und dann schaut bitte das benutzte Loch, die Mitte von diesem Loch zieht praktisch eine Linie hier zur Schnalle hin und merkt euch diesen Bereich. So, dieser Bereich, ich habe jetzt den Gürtel mal flach hingelegt, und dieser Bereich, das wäre jetzt hier meine Mitte von dem Loch, da lege ich mein Messinstrument genau auf 0 an. Dann springen wir jetzt rüber zu den Löchern. In meinem Fall habe ich ja das mittlere Loch ausgewählt vorhin. Ihr müsst natürlich dann schauen, welches das von euch getragene Loch war. Das nehmt ihr dann. Aber bleiben wir auf dem mittleren Loch. Wenn ich jetzt hier diese Linie runter, bin ich hier bei 107 cm. Und dieses Maß ist genau dieses Maß, welches ihr dann individuell bei uns im Shop angeben könnt. Ja, wie ihr gesehen habt, relativ einfach. Wenn ihr euch vorher angeschaut habt, wo sitzt das benutzte Loch, ihr den Riemen flach hingelegt habt, vorne an der Schnalle die Nullmarkierung, praktisch dort Mitte Loch, genau auf 0 legen, dann messt ihr bitte einmal hier dann exakt diese Länge aus, und mehr brauchen wir nicht, wir brauchen auch nicht die Gesamtlänge, nur dieses gezeigte Maß, das ist exakt eure Gürtellänge, und die gibt ihr, wie gesagt, bei uns einfach in dem Bestellvorgang ziemlich am Ende. Es gibt nochmal eine Bestellnotiz, da tragt ihr einfach die Zentimeter ein. Und danach fertigen wir eure Maßgürtel. Ja, ich hoffe, es war leicht verständlich. Solltet ihr Fragen haben, einfach in die Kommentare rein oder uns einfach eine Nachricht schicken. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen, und ja, bis bald. Tschüss.